zur Drehscheibe. Was einige Menschen so unter Alkoholeinfluss anstellen, ist schon erstaunlich. Doch der Autounfall, den ein 31-jähriger Mann mit 1,3 Promille im Blut heute Nacht in Esslingen verursacht, ist schon kriminell. Denn statt seinen Beifahrer aus dem eingeklemmten PKW zu befreien, ergreift er auch noch die Flucht. Volltrunken am Steuer. Der 31-jährige Fahrer dieses Kastenwagens verlor wohl deshalb auf gerader Straße die Kontrolle. Ungebremst prallte er am Spätabend auf gerader Fahrbahn in einen geparkten LKW nahe Esslingen in Baden-Württemberg. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Beifahrer im Auto eingeklemmt. Sein Beifahrer, der war 48 Jahre alt, wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Der alkoholisierte Autofahrer ging anschließend zu Fuß flüchtig. Er wurde mit 6 Streifenbesatzungen gesucht. Statt seinen Beifahrer zu helfen, flüchtet der betrunkene Unfallfahrer in die nahegelegenen Weinberge. Dort versteckt er sich, wird aber schnell von der Polizei gefasst. Ein erster Alkoholtest ergibt, der Mann hat 1,36 Promille Alkohol im Blut und nicht nur das. Es stellte sich heraus, dass der Autofahrer in Bayern per Haftbefehl gesucht wurde und er hat dort ein Körperverletzungsdelikt und einen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte begangen. Währenddessen kämpft der eingeklemmte Beifahrer um sein Leben. Die Feuerwehr schneidet ihn aus dem Fahrzeugwrack heraus. Anschließend wird er in eine Klinik eingeliefert. Nicht zu glauben, dass der Fahrer ihn einfach zurückließ. Er muss nun mit Anzeigen rechnen wegen Verkehrsunfallflucht, wegen Straßenverkehrsgefährdung, wegen fahrlässiger Körperverletzung und Aussetzung. Noch heute wird der Fahrer einem Haftrichter vorgeführt. Sein Beifahrer muss weiterhin im Krankenhaus bleiben, ist aber außer Lebensgefahr.